Wir bleiben beim Sprint. Ebenfalls von der MTG Mannheim, Lisa Nipken. Sie wurde vor ein paar Tagen für die 400-100-Meter-Staffel der Frauen in Tokio nominiert. Hallo Frau Nipken. Erstmal machen wir eine kleine Rückblende. Sie haben sich im Dezember 2019 an zwei Halswirbeln verletzt. Die waren gebrochen. Ist das jetzt wie ein unwirklicher Traum, der in Erfüllung für Sie geht? Es geht. Also ich wollte als Kind schon immer zu Olympia. Also es ist schon auch ein Kindheitstraum, der wahr wird. Aber dadurch, dass bei mir bei dem Unfall keine Rückenmark verletzt wurde, hat der Arzt auch eigentlich sofort gesagt, dass die Verletzung jetzt dem Sport nicht im Weg steht und dass ich da eigentlich ohne größere Probleme weitermachen kann. Also dachten Sie da auch an kein Karriereende? Und wie haben Sie es geschafft, sich dann wieder zurückzukämpfen? War ja dann schon ein sehr langer Leidensweg. Also eigentlich mit dem Sport aufzuhören, war eigentlich nie eine Option. Dadurch, dass der Arzt ja auch gesagt hat, dass eigentlich, also da ich keinen sturzgefährdeten Sport mache, das eigentlich kein Problem ist. Und ja, es war natürlich sehr anstrengend, aber wir haben auch wirklich sehr viel Unterstützung bekommen. Also von meinem Trainer, von Landestrainern aus Stuttgart, weil ich viel in Stuttgart war, weil ich dann erstmal ein paar Wochen bei meinen Eltern war. Und von meinen Physiotherapeuten und den Ärzten, die haben auch viel für mich miteinander geklärt und auch untereinander kommuniziert. Also es ging schon sehr gut. Wie fiel denn Ihre erste Reaktion aus, als Sie davon erfahren haben, dass Sie für die Olympischen Spiele qualifiziert sind bzw. nominiert sind? Ja, also ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich wusste auch schon, dass ich wahrscheinlich nominiert werde. Also der Bundestrainer hatte schon gesagt, dass er mich auf jeden Fall vorschlagen möchte. Aber wir haben natürlich alle gespannt auf die offizielle Nominierung gewartet und dann haben wir uns schon alle auch sehr gefreut. Sie haben sich im Januar diesen Jahres einen Faszienriss zugezogen, also einen Riss der Muskelhaut, und konnten dann erst wieder im Mai beschwerdefrei trainieren. Haben Sie denn wirklich mit einer Olympiateilnahme in diesem Jahr gerechnet? Also am Anfang habe ich natürlich schon so Gedanken gehabt, ob das jetzt überhaupt was wird. Aber mein erster Wettkampf lief schon überraschend gut. Also da bin ich auch gleich Bestzeit gelaufen. Und dann habe ich natürlich schon gedacht, okay, vielleicht stehen die Chancen doch nicht so schlecht. Sie trugen bei der U23-EM in Schweden bereits das Staffelholz ins Ziel zu Gold. Was ist denn drin bei den Olympischen Spielen für die Staffel? Ich denke, dass wir auf jeden Fall Mädels am Start haben mit guten Einzelzeiten. Und wenn wir das dann noch schaffen, gut zu wechseln, da kann da schon einiges gehen. Und wir haben für uns als Team als Ziel auf jeden Fall das Finale und eigentlich sogar eine Medaille ausgemacht. Wir drücken Ihnen auf alle Fälle die Daumen und hoffen auf eine Medaille der deutschen Sprintstaffel. Frau Nipken, herzlichen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.